Der Neue. Sie sind also der Unzüchtler aus der Gnomenau. Was hat er denn gemacht? Kleine Mädchen? Von wegen. Kleine Jungs. Und deshalb hat man sie bestraft. Nicht, weil sie homosexuell sind. Ach, glauben Sie, ich hätte 2,5 Jahre gekriegt, wenn ich mit Mädchen zusammen gewesen wäre? Schauen Sie mich nur an, Frau Stuck. Ich bin nämlich einer von denen, die immer wieder im Knast landen. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Weil ich Angst vor der Zukunft habe. Vor dem Kurat musst du dich in Acht nehmen. Warum denn? Das ist ein Schwuler. Das ist doch kein Knast mehr, das ist ein Rummelplatz. Ja, ja. Stimmt es, dass du schwul bist? Noch, Kurat. Na, endlich. Weißt du, ich finde das eine unheimliche Schweinerei, dass man dich einsperrt. Das ist nun mal so. Aber es ist doch völlig egal, ob man mit dem Mädchen oder mit dem Jungen zusammen ist. Hauptsache, man hat sich gern. Sie sind schon auf? Ich bin eben Frühaufsteher. Wenn du im Januar rauskommst, habe ich genügend Geld gespart für uns beide, dass wir uns eine eigene Wohnung mieten können. Herr Manzoni, können wir nicht vernünftig miteinander reden? Mein Sohn ist kein Schwuler, Herr Kurat. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Dann gehe ich mit. Sag das doch mal! Sag das doch mal! Sag das doch mal! Giorgio, bitte! Herr Manzoni? Herr Richter, Thomas darf nicht länger bei diesem Kurat bleiben. Sonst wird er selber auch noch kriminell. Martin ist nicht kriminell. Thomas, passen Sie bitte mal auf. Da kommt ja unser Schwulinger. Wir werden schon einen Mann aus dir machen. Der Schwule ist abgehauen! Ich habe immer gehofft, dass du eines Tages zu mir zurückkommst.